Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in bester koalitionärer Eintracht darf ich da anknüpfen, wo Thomas Stoltenberg gerade aufgehört hat, nämlich bei der Feststellung, jede Beamtin, jeder Beamte, die oder der in Ausübung seiner oder ihrer Tätigkeit verletzt wird, ist eine Person zu viel. Wir diskutieren oft im Innenausschuss, Kollege Kruse, über die Frage, wie wir einen optimalen Schutz vor Übergriffen gewährleisten. Da kommt dann von der CDU in der Regel, naja, wenig von substanziellem Gehalt. Da kommen dann die Kollegen Golland und Co. mit mehr Überwachung, mit Taser, mit Bodycams und solchen Geschichten. Sie wissen, dass wir da nie zusammenkommen. Und deswegen müssen wir heute auch darüber nicht diskutieren. Wir sprechen heute auch nicht über den Untoten, den Sie jedes Mal wiederbeleben, wenn wir gerade den Antrag abgelehnt haben, nämlich die rechtspolitisch falsche und wirkungslose Strafrechtsverschärfung. Wir reden heute über etwas anderes, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein Mensch, der in Ausübung einer staatlich übertragenen Funktion und Aufgabe Ziel von Übergriffen, von Gewalt wird, braucht bestmögliche Unterstützung. Und da gibt es heute schon zahlreiche Konstellationen, in denen das Land als Dienstherr Leistungen zugunsten der Betroffenen erbringt. Davon sind etwa Leistungen der Unfallfürsorge, insbesondere Kosten der Heilbehandlung und Pflege umfasst, um nur zwei Beispiele zu nennen. Dabei handelt es sich dann um die Übernahme tatsächlich anfallender Kosten. Beim Schmerzensgeld liegt es rechtlich betrachtet etwas anders. Das Schmerzensgeld hat eine Ausgleichs- und Genugtuungsfunktion. Es ist als Ersatz für immaterielle Schäden konzipiert, und diesen Unterschied muss man dann in der Debatte auch berücksichtigen. Uns ist klar, dass es für Menschen frustrierend ist, wenn es nicht möglich ist, ausgeurteilte Ansprüche dann auch tatsächlich durchzusetzen, wenn sie erstmal Recht bekommen haben. Aber nichtsdestotrotz werden wir in den kommenden Diskussionen im Rahmen der Dienstrechtsreform natürlich darüber sprechen müssen, was da geht und was da nicht geht. Wir sind uns einig, dass Beamtinnen und Beamte, gerade diejenigen, die sich regelmäßig in kritische Situationen begeben, um einen Dienst an der Gemeinschaft zu leisten, Anerkennung und Unterstützung brauchen. Aber das, was Sie hier jetzt mal eben so nonchalant einbringen, das wirft doch eher Fragen auf, insbesondere Rechtsfragen, die einer Klärung bedürfen. Das unterschlagen Sie an dieser Stelle. Ich will einige Fragen gerne umreißen. Thomas Stoltenberg hat eben schon einige angesprochen, die uns da beschäftigen. Das beginnt damit, dass wir vor einer Änderung wissen müssen, wie viele Fälle es überhaupt gibt, in denen so eine Regelung einschlägig wäre. Ich erinnere mich noch an die Diskussionen, die wir gerade in der letzten Legislaturperiode hatten, um die sogenannten Blaulichtunfälle, wo es wirklich nur einige wenige Fallkonstellationen gab, in denen unser Entschädigungsrecht, so wie wir es haben, nicht funktioniert hat. Da ging es tatsächlich um Einzelfälle. Das konnten wir mit einer Stiftung lösen. Und ich befürchte aber fast, dass es bei der Konstellation, auf die Sie abstellen, gerade angesichts der steigenden Fallzahlen auch wir etwas mit einer etwas größeren Zahl zu tun haben dürften. Damit eng verknüpft ist die Frage, wo genau liegt eigentlich die Schutzlücke, und damit verbunden dann auch, wie kriegen wir es im Zweifelsfall juristisch sauber definiert, wo diese Schutzlücke liegt. Wie sieht es aus mit der ungleichen Behandlung von Tarifbeschäftigten, wenn wir nur Beamtinnen und Beamte abdecken, wenn nur Beamtinnen und Beamte in den Genuss dieser Fürsorgeleistung kommen würden? Warum wollen Sie den Tarifbeschäftigten nicht auch diese Leistung zuteilwerden lassen? Das sind nur einige Fragen, die Ihre isolierte Vorlage zum Beamtenrecht aufwirft. Sie sehen, Sie werfen da mit dem, was Sie heute einbringen, mehr Fragen auf, als dass Sie Lösungen bieten. Ich finde, um zum Abschluss zu kommen, auch ein bisschen seltsam, wie Sie hier verfahren wollen. Wir haben ein breit angelegtes Verfahren zur Dienstrechtsreform, das auch noch läuft. Sie haben, dieses Verfahren geht auf die Zielgerade. Die Entwürfe für das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz wurden dem Landtag durch die Landesregierung übermittelt. Das ist ein großes Paket von insgesamt 18 sehr guten und sehr wichtigen Vorschlägen.
wie wir unsere Ziele für einen attraktiven, für einen zukunftsfähigen öffentlichen Dienst erreichen können. Ich will da exemplarisch nur die Durchlässigkeit und das Gesundheitsmanagement herausgreifen und für unseren Kontext natürlich besonders wichtig die Wiedereinführung der Ruhegehaltsfähigkeit. Das haben wir immer versprochen und das wird jetzt kommen. Und Sie greifen jetzt in dieser großen Debatte einfach mal einen Punkt raus aus diesem riesigen Vorhaben. Das finden wir nicht wirklich vernünftig vom Verfahren her, denn das Dienstrecht ist ein organisches Ganzes. Es ist da nicht sinnvoll, einen einzelnen Teilbereich herauszureißen. Sie haben sich für einen anderen Weg entschieden. Der ist aus unserer Sicht nicht sinnvoll, aber natürlich okay. Und deswegen freue ich mich auf die Debatte im Ausschuss. Okay, vielen Dank.